Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich möchte euch jetzt einfach mal, wenn ihr jetzt fragt, warum bist du im Titelmenü und so, ich möchte euch erstmal was Schönes zeigen. Hellmodus normal, Hellmodus normal, Hellmodus. Man kann zwischen den Modis wechseln, auch gut. Wieso habe ich voller Herzen? Oh nein, dein Schwert, tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ha, du schaust aber dumm aus der Wäsche. Was? Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Wann hast du mir diesen Stein zugesteckt? Etwa genauso heimlich, wie du mich einfach irgendwie in das Fass stecken konntest, ohne dass ich es gemerkt habe. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den A-Knopf, den Knopf, wenn du dieser so aussieht. Ich habe den Stein in dein Startmenü geteilt, das du findest, wenn du im Itemmenü auswählst. Aber du gibst ihn schön bereit wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast, also verliere ihn bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk, aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. Ja, da hat sie nämlich recht. Ich weiß nicht, ist das Sound eigentlich laut genug? Ich mache ihn mal auf 40 ausnahmsweise. Bitten dürfen, nämlich geschenkt. No, 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 no. Metal Gear. Dum, dum, da, da, dum, dum, dum. So, jetzt töten wir erstmal einen Scheinwerfer. Und bevor ihr fragt, nein, ich habe das Spiel immer noch nicht durch. Ich habe aber schon den C4-Tempel fertig. Und fast die ganze Mini-Tendugel. Was ist? Tony, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwarte ich da oben der Unhold, der diesen Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht einen Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihn zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren. Und wenn er seine Waffe jetzt diese schnell durchdrücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Okay, Tetra. She's challenging me. How dare she? Okay. Wir können es aber auch anders machen. Komm her. Friss. Huss. Okay. Ich brauche hier übrigens meine Karte, bitte. Auf dem Gamepad. Oh! Was? Ich muss aufpassen, ich bin im Heldenmodus. Die! Bam! Schon ein Herz weg, what the hell? Ja, stimmt, ich brauche ein Glücksamulett und so noch. Man braucht nämlich noch 20 Stück für einen Triforce-Splitter. Oh mein Güten, ist ein Spoilert. Scheiße! Ich habe ein 10 Jahre altes Spiel gespoilert. No, it's in HD. In welche Richtung muss ich jetzt eigentlich? Ich gehe mal in die Richtung. Ja, ich gucke, ob es aufs Gamepad geguckt. Da ist nämlich die Karte. Nichts Besonderes für euch. Oh, jo. Erstmal hier schon die Karte holen tun. Tuni. Du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Videogamepad sind nun auch Träume zu sehen, die du noch nicht gedreht hast. Oh, die Erklärung war so schon kurz. Im Gegensatz zum GameCube. Wo die erstmal lang war. Saulang. Dum, 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 dum. Erstes Jahr heute, den 14.10.2013. Heute wurde Kingdom Hearts HD 2.5 Remix angekündigt. Oh yeah. Ob ein Let's Play kommt, ich weiß nicht, weil ich Burst by Sleep so wie auch Kingdom Hearts 2 schon Let's Play habe. Was werden die Final Mixer? Was willst du kommen? Fritz! Fritz Vase. Nein, 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 oh! Nein! Böse! Böser Moblin! Nee, du warst ein Bockblin. Ein Bockblin. Muss ich jetzt eigentlich noch mehr Scheinwerfer ausschalten? Ich meine nicht, oder? Nö. Das reicht sogar. Nice one. Dum, 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 dum. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, trotzdem auf die andere Seite zu gehen, weil die leichter ist. Wir zerstören schon nicht mehr den Char. Das muss mir ja passieren, oder? Oh, ups! Ups! Hoppala! Ah. That never happened! Ah.
Warum bin ich da jetzt runtergefallen? No! Bam. Das ist mir echt noch nie passiert. Das ist mir jetzt peinlich. Das ist mir peinlich! Oh. Aber sowas kann jedem guten Zelda-Zocker mal passieren. Schau mir meine Box mal mental lauter für mich. Höre ich mehr. Das Schlimme ist, wir finden keine Herzen. Ich bin ja schon ganz gut im Heldenmodus, wa? Für ein 3-Herz-Run? Mhm. Aber ich glaube, sobald man das Spiel saved und zwischen normalen Heldenmodus wechselt, kann es sein, dass dann die Herzen aufgefüllt werden? Ist, weil in der letzten Aufnahmesession hast du schon ein halbes Herz verloren gehabt, oder nicht? Das wisst ihr ganz genau. Erstmal den Kompass. Du hast den Kompass gefunden, jetzt weißt du, wo sich all die Schätze in diesem Labyrinth befinden. Ruf den kleinen Bildschirm auf und das macht dich schlau. Ja, nee, ich hab keinen Bock. Trin! Oh, 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 bitte lass mich leben, bitte lass mich leben, bitte lass mich leben. Oh. Fickt euch, fickt euch hart. Lasst mich am Leben. Oh, I gonna die, I gonna soul be dead, I gonna be so dead. Jeez? Jeez? Ich brauche eine Flasche. Ich muss mich heilen. Heldenmodus too strong. Not. Diese Fails passieren mir nie. Aber im Let's Play dann, oder was? Ja. You're kidding me, right? Jetzt komme ich hier noch nicht mal. See what I meant. Ich könnte jetzt rasten. Hello. Ja, yeah, ich weiß, dass der Scheinwerfer aus ist. Aber der erwischt mich jetzt sowas von. Oder? 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 Oder bin ich schneller? Like a boss! Fails über Fails. Diesmal richtig springen tun! Ich habe nur ein halbes Herz. Ich höre gar nicht das Piepen. Hört ihr ein Herz piepen? So dumm. Dumm. Tunnel geht es ganz und gar nicht gut. Was scheiße, Mann. Also ich höre keins. Jetzt bitte. Danke. Was war eben falsch? Aber falls ich sterbe sollte, was sehr wahrscheinlich sein wird. Weil hör mal, ich habe noch ein halbes Herz. Damit komme ich nicht weit. Ich will die Scheiße hier runter. Ich hoffe, das bleibt ja jetzt auch so, wenn ich sterbe und sollte. Ich hoffe ja nicht. Gib Herzen, please. Aber ich vergaß, im Heldenmodus gibt es keine. We are so fucked. Oh oh. Oh, you can't see me under this barrel. Under this barrel, you can't see me. Derp, 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 dup, du, du. Nope. Nein! Fick dich! Fick dich hart! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Game over. Oh yeah. Nein. Awesome. Just awesome. Oh gut, die sind weiterhin deaktiviert. Ist denn noch die Kiste da? Jawohl. That was epicness pool. Das habe auch nur ich. Ist dir? Ich hatte nie Probleme. Jetzt habe ich hier in dieser Aufnahme im Privatsafe. Hatte ich keine Probleme. Jetzt hier in der Aufnahme sterbe ich. Wenn ihr mich jetzt auslacht, werde ich sauer.
kann man hier sterben? Bitch, please. Dum 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 dum. Er ist gestorben. Look at this barrel. The barrel is amazing. Okay, ja, beweg dich. Und Ratte, du haus ab. Wenn ich das nächste Mal eine Ratte sehe, ist sie sowas von tot. Mit tot meine ich tot. Und ich bin ein bisschen krank, wie man es in meiner Nase hört. Aber ich muss für euch Wind Waker HD aufnehmen. Ah, ich bin froh, wenn wir das Schwert wieder haben. Wir können es dann endlich wieder wehren. You can't see me. Ja, du mit deiner Schwabbellippe da. Touch me and I kill you. Touch me and I kill you. Touch me and I... No, 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 no. Stop shaking your ass. Move. Oh, that nose. Oh, oh. Please. Move away. Okay, go, go, go. Go, go, Power Rangers. Go, go, Link. Link, you can do it. Roll away. Ohne Scheiße, ist mir echt noch nie passiert, hier zu sterben. Shame on me. Metal Gear Solid. Dum, dum, da, da, dum. Dum, dum, dum. Wir spielen jetzt Metal Gear Link. Oh yeah. Die ganze Zeit Metal Gear Link. Link, dieser Blick vor allen Dingen. Vor die Augen kommt verdrehen jetzt. Ette? Ette? Hier waren sonst zwei Herzen, Leute. Zwei Herzen! Oh. Wir haben jetzt schon fast einen ganzen Part an der verwunschten Version. Aber keine Angst, Portemonnaie wird nicht so lange dauern wie bei meinem 100% Let's Play. Wo ich noch die Nintendo-Galerie anhänge, wenn, sobald ich die im HD hier fertig vorgestellt habe. Jawohl! Da ist unser Schwert. Wie wir uns einfach freuen, wie der sich einfach freut. Alter, mein Schwert nachschlitzen, du hast keine Waffe. Sicher? Oh yeah! Du hast das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, denn du wirst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Und du wirst jetzt sterben. Komm her. Blöder Spast. Du... Ja, komm, du bist voll in den Stacheln. Was scheiße, Mann. Seht ihr? So einfach geht's. Danke fürs Glücksamulett. Retten wir Arrow. Ey. Susi ist am Gamepad. Ich kann einfach, wenn ein Cutscene ist, in die Ladestation oder so stellen und was trinken. Hä? Da ist sie ja. Mal gucken, da, mein großer Bruder. Jawohl. Hä? Moment mal, was ist das? Oh oh! Aha! Hi! Oh oh! Oh oh! Lecker Nam Nam! Oh, Nam Nam Nam! Nein! Aaron! Juni! Great! Jetzt sind wir Vogelfutter. Aber wer ist das? Da steht jemand. Wer ist das? Oh oh. It's Sam. Hä? Sam. Schmeiß ihn weg. Okay. Cheese? Was scheiße, Mann. Nee.
Ja, wir sind tot. Spiel vorbei. Oder haben wir diesen es überlebt? Da liegen wir im Wasser, tot. Aber was ist das? Ein Boot. Hat es etwa ein Fischer gefunden? Wir sind gerettet. Toonie, Toonie. Wach auf, Toonie. Hä? Was zum... Komm zu dir, Toonie. Hä? Hä? Wo bin ich? Ein rettendes Boot, aber wo ist der Seefahrer von diesem Boot? Bist du wieder bewusst? Sein? Wer hat das gesagt? Wer? Zeig dich. Schwer vom Begriff, als ich dachte. Was Scheiße, Mann! Es kann... Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuchtenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Wirklich? Toonie, ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deinen Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befähigt hat. Ja, sein Name ist... Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kraft bemächtigt und plante die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Die Gebiete der Niederhölle aus der Legende ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsieger der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Toonie, hast du noch immer ersittlich vor, deine Schwester zu retten? Ja, das habe ich. Und du wirst tatsächlich jegliche Unbill dafür auf sich nehmen, sagst du? Jo! Verstehe. Dann will ich dich von nun an anleiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Gandalf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die Idee eines zu kleinen wie dir. Hey! Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Ja, habe ich. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Was? Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große weite Meer. So viel verstehst du von Seefahrt sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der funktionierenden Position liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkte vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Klar! Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viel interessante Informationen aufschnappen. Vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landesurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Okay. Ja? Das heißt, wir holen jetzt nur das Segel und sind weg. Portemonnaie. Der Soundtrack hat sich jedenfalls richtig geil verändert. Also, er hört sich jetzt richtig geil immer noch an. Da, 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 da. Was los, Emil? Quatsch mich. Halt's Maul. Da, da. Oh nein, nicht du, not you. Aber vorher müssen wir erstmal... Oh. Schweig! Schweig still, lass mich in Ruhe. Und zwar erstmal den da. Hallo Tingle Wingo. Komm schon. Hallo. Dup, 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 dup. Hui, 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 hui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Tingle. Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast die Tingle-Flasche bekommen. Schreibe mir, was Nachrichten stecke, sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst. Finde sie, indem du sie auf YXR legst. Aber vergiss nicht, dass du mit dem Mimas verbunden sein musst, um Nachrichten zu senden.
Weißt du was, das Miiverse ist, Herr Fee? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitige Flaschenpost zu schicken. Eure Seele werden eine Verbindung eingehen, euer Herz im gleichen Tag schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das wirst du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also, ich vertinge mich erstmal auf mein wundervolles kleines Island. Du weißt ja, wo du mich findest. Nein? Ups! Hab schon gleich was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch mal sicher zu meiner Insel kommen, oder? 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 Du hast Tingles Karte ein. Was ist das wohl für eine Karte? Ruf den Kartenbildschirm auf, sobald du auf dem Meer bist. Wirf doch mal auf die Kartenbildschirm einen Blick darauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht. Okay? Okay. Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Nein, die Fotobox werde ich mir nicht schulen, Tingel, in diesem LP. Sieh auf das Wissen. Dankeschön. Von jedem, ja. Von jedem, ja. Warte mal, was? Flasche mit Spoiler halten, ja. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Part hier. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.